Wir sind uns bewusst, dass das Interview von Christian Salenson über das Denken von Christian de Chergé wesentliche Fragen über die Theologie der Begegnungen der Religionen hervorruft, die eine noch weit offene Baustelle ist. Dieser Film ist deshalb der erste in einer Serie, in der Net4God verschiedene Standpunkte über dieses Thema zeigen wird. Der Ruf Gottes, den ich gehört habe, machte mich zu diesem Fremden, der kein Zuhause mehr auf Erden hat. Weil er sein Land und seine Verwandten verlassen musste, um an diesen anderen Ort zu gehen, den Gott ihm zeigte. Und dieser selbe Ruf brachte mir die Stabilität in diesem Kloster, um mit allen Bewohnern dieses Landes das Königreich Gottes, in dem alle Grenzen der Heimat, der Rassen und der Religion verschwinden sollen, zu verkörpern. Christian de Chergé, ein französischer Priester, war der Prior der Mönche von Tibarin, eines Zisterzienserklosters im algerischen Atlasgebirge. Während der unruhigen Zeiten im Jahre 1996 in Algerien, als der mehrheitliche Islam verkündet, dass die einzige natürliche Religion der Islam ist und das Recht auf Ausdruck einer Andersartigkeit ablehnt, werden 7 Mönche entführt und gefangen genommen, bevor sie ein tragisches Ende erleiden. Zwei Brüder, Amédée et Jean-Pierre, haben dieses Drama überlebt. Sie führen die Abtei Notre-Dame de l'Atlas weiter. Nicht mehr in Algerien, sondern in Marokko, im Kloster von Midelt. Christian Salenson ist ein französischer Priester, Direktor des Institutes für Wissenschaft und Theologie der Religionen in Marseille und Autor des Buches Christian de Chergé, eine Theologie der Hoffnung. Heute lädt er uns ein, in die Eigenart des Lebens und Denkens von Christian de Chergé einzutauchen. Christian de Chergé hat anhand seiner Erfahrung ein theologisches Denken ausgearbeitet, das durch das gelebte Leben entstanden ist, im Gespräch mit algerischen Christen, mit Muslimen, mit den Nachbarn des Klosters und auch mit dem Islam, dieser großen religiösen Tradition. Nicht nur mit Muslimen, sondern auch mit dem Islam. Ich denke, dass Christian und seine Brüder wie eine Gabe für die Welt und die Kirche sind, um uns zu helfen, in dieser neuen Zeit, in der wir sind, zu leben, die eine Zeit großer religiöser Gleichgültigkeit, aber auch eine Zeit religiöser Pluralität und tiefer geistiger Suche ist. Christian de Chergé ist direkt von der Algerien-Frage betroffen. Dieses von der Kolonialisierung von 1830 traumatisierte Land prägt seine Kindheit. Während des Zweiten Weltkrieges, ab dem Alter von 5 Jahren, ab 1942 lebt er dort mit seiner Familie. Als er 1945 wieder nach Frankreich kommt,
entscheidet er sich, Priester zu werden. Mit 19 tritt er dann in das Seminar der Karmeliten in Paris ein. Im September 1958 müssen die Seminaristen seines Jahrganges ihr Studium abbrechen, um ihren Wehrdienst zu leisten. Es ist die Generation des Algerienkrieges. Ein Krieg, der 200.000 Tote verursacht und der 1962 zur Unabhängigkeit Algeriens führt. Im Juli 1959 wird Christian de Chergé mit 23 Jahren einberufen und fühlt sich, wie er es später ausdrückt, ohne Vorbereitung und ohne Erklärung in den Konflikt jener Epoche geworfen. Und dort wird sein Leben ganz durcheinander gebracht, denn er begegnet dort einem Mann, mit dem er eine tiefe Freundschaft knüpft. Dieser heißt Mohamed, ist Dorfpolizist, Analphabet, Familienvater. Und es findet eine wirkliche Begegnung zwischen diesen beiden Männern statt. Sie werden viel über ihren Glauben austauschen. Mit Mohamed, diesem Muslim und Vater von 10 Kindern, war unser Dialog der einer ruhigen und vertrauensvollen Freundschaft, die Gott als Grundlage hatte, weit ab von den Unruhen. Er wusste, dass ich Seminarist war, und ich sah ihn mit fröhlichem Herz beten und fasten. Christian schreibt übrigens einige Jahre später: Dieser Mann hat meinen Glauben freigesetzt. Und dann geschah das Drama. Eines Tages gerieten sie in einen Hinterhalt und Mohammed hat Christian beschützt und gesagt: Tut ihm nichts, denn dieser Mann ist ein Freund der Algerier, der Muslimen, also tut ihm nichts. Mohammed beschützte, verteidigte ihn und 2 Tage später hat man Mohammed ermordet, neben seinem Brunnen gefunden. Dieses Ereignis erschütterte Christian sehr. Das war ein großes Drama für ihn. Er hat lange nicht darüber gesprochen. Dann hat er nach und nach den Sinn dieses Ereignisses erkannt. Durch das Blut dieses Freundes, der ermordet wurde, weil er mit dem Hass keinen Pakt schließen wollte, erkannte ich, dass ich meinen Ruf, Christus zu folgen, früher oder später in diesem Land leben würde, in dem mir der Unterpfand der größten Liebe gegeben wurde. Er ist sehr beeindruckt, weil Mohammed sein Leben hingegeben hat. Und er hat sein Leben wie Christus hingegeben. Mohammed, der Muslim, hat sein Leben wie Christus hingegeben. Und wenn ein Muslim Christus in der Hingabe seines Lebens nachgeahmt hat, dann können wir die Muslime mit anderen Augen sehen. Mohammed wusste natürlich, dass er bedroht wurde. Christian wusste es auch. Und Christian hatte ihm gesagt: Du weißt, ich werde für dich beten. Und Mohammed sagte ihm: Ich weiß, dass du für mich beten wirst. Aber du siehst selbst, dass die Christen nicht wissen, wie man betet. Natürlich hat dieser Satz Christian verletzt und er dachte: Wahrscheinlich zeigt das Zeugnis der Kirche, das Mohammed zu dieser Zeit gegeben wurde, nicht wirklich, was christliches Beten ist. Jedenfalls bekommt er da seine Berufung, intensiv zu beten. Durch den Muslim Mohammed erhält er seine Berufung, Mönch zu werden. Wo? In Algerien. Dann hat eine Pilgerfahrt zur Gemeinschaft der Heiligen begonnen, in der Christen und Muslime und noch andere mit ihnen dieselbe Kindesfreude teilen. Denn ich kann meine Hoffnung in mindestens einen Muslim begründen, in diesem geliebten Bruder, der bis in seinen Tod hinein Jesus Christus nachgeahmt hat. Christian de Chergé wird 1964 in Paris zum Priester geweiht und bleibt 18 Monate in der Abtei von Aiguebelle, um im klösterlichen Leben geschult zu werden, bevor er im Januar 1971 nach Tiberin fährt.
Wenige Christen und noch weniger Mönche gehen damals den Weg einer spirituellen Begegnung mit den Muslimen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gerade erst die Türen der katholischen Kirche geöffnet, indem sie anerkennt, dass sie nichts Richtiges und Heiliges in den großen Religionen verstößt. Ich bin also in das Atlasgebirge gekommen, in 1000 Meter Höhe, zu einer armen, aber lächelnden Bevölkerung, gläubig und respektvoll allem Religiösen gegenüber, vorausgesetzt, dass das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt. In diesem Land, in dem die Christen nur noch eine Minderheit sind, 50.000 inmitten von 25 Millionen muslimischen Algeriern, organisiert sich das Gemeinschaftsleben der 10 Mönche im Gebet und in der Arbeit. Siebenmal pro Tag treffen sich die Mönche zum gemeinsamen Gebet. In Tiberin leben sie ganz nahe bei den Leuten des Dorfes. Sie haben entschieden, nicht den Leuten zu helfen, sondern mit ihnen eine Partnerschaft zu leben, indem sie die Felder der Abtei bestellen, die 10 Hektar, die sie behalten hatten, da sie 400 Hektar während der Agrarreform abgegeben hatten. Sie bestellen die 10 Hektar zusammen mit den Leuten des Dorfes. Das ist ein Kontakt im Alltag und das Leben einer Kooperative in Gleichheit. So entsteht mit den Nachbarn des Klosters im Laufe der Jahre ein geistlicher Dialog, in der Schlichtheit des Austausches des Alltagslebens. Christian de Chargé, der fließend Arabisch spricht, findet in diesen Gleichnissen des Lebens seine Nahrung. Der andere geht mich etwas an. Als Fremder, Muslim, ist er auch mein Bruder. Seine Andersartigkeit hat einen Sinn für mich, in dem, was ich bin. Ich versuche, den anderen nicht in ein Bild, das ich mir von ihm mache, oder das ich vielleicht von der Kirche übernommen habe, oder aus seinen Aussagen ableite, hineinzuzwängen. Inwiefern kann aus dieser Erfahrung des monastischen Lebens, des alltäglichen Teilens mit den muslimischen Nachbarn eine fruchtbringende Theologie entstehen? Ich glaube, dass diese Theologie ausschlaggebend für die Gebetspraxis sein wird. In 1975, in der Zeit, in der Christian sein ewiges Gelübde ablegte, hat sich die Gemeinschaft neu definiert als Gemeinschaft von Betenden unter anderen Betenden. Und für Christian sollte sein Gebet genau das sein, in einer Gebetsbeziehung zu den anderen Gläubigen stehen. Es gibt eine grundlegende Erfahrung für Christian, die sich 1975 ereignet hat. Er erzählt, dass es Abend war, nach dem Komplett, im stillen Gebet, und ein Muslim, der ins Gästehaus gekommen war, setzte sich neben ihn, um ihn zu fragen, ob er mit ihm beten kann. Und er sagt, so hat ein gemeinsames Gebet begonnen, in dem sich christliche und islamische Gebete abwechselten. Sie haben gemeinsam das Vaterunser gebetet, weil der Muslim es kannte, und das Magnificat auch. Sie haben das Magnificat auch.
Christian betete einen Vers und der Muslim wiederholte ihn. So haben sie gebetet. Dieser Muslim war mit einem seiner Freunde, der Christ war, ins Gästehaus gekommen. Und dieser Freund suchte ihn im ganzen Kloster, bis er sie beide beim Beten fand. Er hat sich ihnen angeschlossen. Und alle drei haben zusammen gebetet, 3 Stunden lang. Ein Jahr später, am 1. Oktober 1976, während seines ewigen Gelübdes, bekräftigt er: Dieses Ereignis ist kein Traum. Es ist eine Tatsache, durch die die unermessliche Hoffnung meiner Berufung innerhalb von 3 Stunden für mich zur gelebten Wahrheit wurde. Mais alors? Aber wer ist Gott und wer ist der Gott des Islams, Christian de Chargés Meinung nach? Erst einmal ist es natürlich der gleiche Gott wie der unsere. Christian de Chargés hat schon in sehr jungem Alter gelernt, dass es der gleiche Gott ist. Er erzählt, dass ihn in seiner Kindheit in Algerien die Männer, die kniend auf dem Bürgersteig beteten, neugierig gemacht haben. Also hat er seine Mutter gefragt, was diese Männer machen. Seine Mutter hatte ihm geraten, sich nicht über sie lustig zu machen und sie zu achten. Sie hatte ihm gesagt, sie beten zu Gott. Und er sagt, seit diesem Alter wusste ich, dass der Gott des Islams und der Gott Jesu Christi derselbe ist. Wir glauben an den gleichen Gott, also sind wir in einem Glauben an den gleichen Gott vereint. Denn das Konzil sagt selbst, insbesondere in der dogmatischen Konstitution über die Kirche, die Muslime beten mit uns den einen Gott an. Nicht nur, dass sie den einen Gott anbeten, sondern auch, dass es einen einzigen Gott gibt. Also ist er der gleiche. Im Jahre 1989, während einer Konferenz in Rom im Päpstlichen Institut für arabische und islamische Studien, betont Christian de Chargés, der nun schon 5 Jahre Prior der Gemeinschaft ist: Seit 30 Jahren trage ich die Existenz des Islams als quälende Frage in mir. Ich habe eine unermessliche Neugier, was seinen Platz in Gottes Plan betrifft. Allein der Tod wird mir, so denke ich, die erwartete Antwort liefern. Er sagt nicht, dass der Islam zum Plan Gottes gehört, denn er sagt, dass er es nicht weiß. Wie den Islam verstehen, wie die Geburt des Islams, er äußert sich nicht dazu. Dafür glaubt er, dass der Islam einen Platz in Gottes Plan hat. Er sagt, dass er nicht wisse, welchen Platz, aber er glaubt, dass der Islam einen Platz in Gottes Plan hat. Und in diesem Moment sagte er, anstatt zu versuchen, den Platz des Islams, den Plan Gottes zu ahnen, sollte man eher glauben, dass es einen Platz des Islams gibt und in einen Dialog eintreten. Und im Beschreiten dieses Weges des Dialoges werden wir entdecken, was Gott uns entdecken lassen möchte. Es ist also die Unwissenheit, die ihn zur Begegnung treibt? Genau, es ist die Unwissenheit und die Hoffnung, es sind die beiden. Die Unwissenheit und die Hoffnung, weil er sicher ist, dass wir alle im Herzen Gottes vereint sind. Wir sind auf doppelte Weise Brüder der Muslime, weil wir alle verlorene Söhne sind, denen vergeben wurde. Also ist diese Vision, dieser Wunsch Gottes, uns zu einen, Christian de Chargés Ausgangspunkt, um mit dem Islam in Beziehung zu treten? Was genau ist sein Ausgangspunkt? Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel seiner Theologie. Um ein besonderes Wort zu benutzen, das für ihn zentral ist, es ist die Eschatologie.
In der christlichen Theologie nennt man das Eschatologie. Die Eschatologie, das betrifft nicht nur das, was aus uns wird, wenn wir gestorben sind, sondern es ist auch das, was sich heute verwirklicht. Die letzten Worte Jesu am Kreuz sind: Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Heil der Welt ist vollbracht. Was ist das Heil der Welt? Unter anderem bedeutet es, dass wir alle vereint, versammelt sind im Herzen des Vaters. Das Konzil sagt dies in Adgentes, dem Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche. Es sagt, der Plan Gottes des Vaters ist, dass alle Menschen an derselben Tafel vereint sind. Der Vater ist die quellhafte Liebe. Das ist ein Zitat des Konziltextes. Er ist die quellhafte Liebe und er möchte an seinem Tische die Menschen aller Völker, Sprachen und so weiter versammeln. Wir müssen also von der Gemeinschaft der Heiligen ausgehen. Wir stehen zueinander in Beziehung. Wir sind untereinander verbunden. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Sie kennen diese schöne Vision aus der Offenbarung. Ich lese die Offenbarung auch heute noch. Ich sah eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Da fragte mich einer der Ältesten, wer sind diese und woher sind sie gekommen? Ich werde mich hüten, auf diese Frage zu antworten. Hier wechsle ich den Text. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie nur aus der katholischen Kirche kommen. Ich glaube nicht. Nein. Und was sage ich diesem Ältesten aus der Offenbarung? Ich antworte ihm, mein Herr, das musst du wissen. Und was sagt dann der Älteste im Text der Offenbarung? Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes. Und was haben sie erlebt? Sie haben das österliche Geheimnis erlebt. Sie sind vom Tod zum Leben übergegangen. Das österliche Geheimnis erleben nicht nur diejenigen, die an Christus glauben, sondern jeder Mensch. Wie es uns das Konzil in Gaudium et Spes Nummer 22 sagt, Gott kennt jeden Menschen. Jeder Mensch ist dazu berufen, das österliche Geheimnis zu erleben. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Sie überschreitet all unsere Zugehörigkeiten. 12.000 von diesen, 12.000 von jenen. Ich zitiere Christian de Chergé. 12.000 Muslime, 12.000 Buddhisten, 12.000 Hindus. Das ist eine gewaltige Menschenmenge. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Gemeinschaft der Heiligen, die in Gott verwirklicht ist, müssen wir heute Wirklichkeit werden lassen. Das ist es, was Christian sagt. Die Hoffnung besteht darin, so sehr daran zu glauben, dass man es im Leben Wirklichkeit werden lässt. Wenn ich einen muslimischen Bruder treffe, wenn ich darauf vertraue, dass wir schon am gleichen Tische des Vaters sitzen, als verlorene Söhne, denen vergeben wurde, dann gehe ich anders in den Dialog, als wenn ich mir sage, man müsste genau wissen, was der glaubt. Wenn der nicht glaube das, da besteht eine große Kluft. Nein, lasst uns nicht auf die Kluft der Unterschiede eingehen. Lasst uns davon ausgehen, dass wir an der gleichen Tafel sitzen. Wir werden unsere Unterschiede erkennen und wir werden sie akzeptieren, durch die großartige Hoffnung, dass wir am Tisch des Vaters vereint sind. Unsere heutige Mission ist es, diese Gemeinschaft der Heiligen zu verwirklichen, ihr ein Gesicht zu geben, innerhalb von Beziehungen. So entstand im März 1979 im Kloster von Tibirin die Gruppe Ribat Issalam, das Band des Friedens, wo Christen und Muslime versuchen zu erkennen und zu vertiefen, was ihre Spiritualitäten verbindet. Inbegriff dieser Verbindungen sind die Glocken und der Muezzin, die sich im Inneren des Klosters abwechseln. Seitdem die Mönche 1988 den Nachbarn einen Raum des Klosters für eine kleine Moschee zur Verfügung stellten. ...1989 schreibt Christian de Chergé: Es ist schwierig, den Aufruf zum Gebet nicht anzunehmen, denn er erinnert uns an die Gemeinschaft, die überwiegt im Herzen dessen, dem wir uns mit der gleichen Hingabe zuwenden.
Es ist etwas vom Angesicht Christi in unseren muslimischen Brüdern. Deshalb können wir vieles voneinander empfangen. Es ist nicht so, dass die Muslime etwas hätten, das Christus uns nicht offenbart hätte. Die Offenbarung ist für uns vollkommen und vollständig in Jesus Christus. Das ist nicht die Frage. Sondern die Muslime bringen Aspekte ein, die einen Widerhall verursachen werden, die Dinge in unserem eigenen Glauben aufwachen lassen. Sehen Sie, darum geht es beim Dialog. Dialog bedeutet nicht, dass die einen den anderen etwas brächten, das diese nicht hätten, sondern dass der andere in meinem Herzen etwas wachrüttelt, das schon in mir angelegt ist. ...1993 berichtet Christian vor dem Generalkapitel des Zisterzienserordens. Es ist mir als der Christ, der ich bin, gegeben worden, eine authentische geistliche Erfahrung zu machen, und zwar anhand dessen, was dem anderen zu eigen gegeben ist, durch das, was beim anderen die Lust an Gott aufrechterhält. Der Ruf zum Gebet, Stoßgebete, Gesten des Teilens, auch Verse aus dem Koran, denn ich glaube, dass es möglich ist, eine wirkliche Lectio Divina auf arabischer Sprache zu halten, die dem ursprünglichen Milieu unserer Schriften so nahe ist. Ja, Christian liest den Koran. Er betreibt die Lectio Divina. Das bedeutet ein meditierendes und betendes Lesen der Schrift. Natürlich meditiert und betet Christian über den biblischen Text, aber er meditiert und betet auch über den Koran. Und er berichtet, dass er von Zeit zu Zeit auch mit dem Koran die überwältigende Erfahrung macht, dass ihm ein Wort von Gott entgegenkommt. Das Wort entgegenkommen befindet sich in seinem Text wie eine Kurzfassung des Evangeliums. So macht er die Erfahrung des Wortes Gottes in den koranischen Schriften. Kann man hier von einer geistlichen Erfahrung sprechen? Absolut. Es handelt sich um eine geistliche Erfahrung, eine Erfahrung mit dem Wort Gottes beim Lesen des Koran. Das erweckt den Eindruck, als ob er den Koran im Licht des Wortes Gottes versteht. Kann man das so sagen? Ja, das kann man. Das heißt, er vergleicht nie den Koran mit der Bibel. Man darf da nicht vergleichen. Der Vergleich ist tödlich. Sondern er lässt die eine Schrift in der anderen widerhallen. Es handelt sich um einen Dialog der Schriften. Er versteht den Koran im Licht der biblischen Schriften und manchmal versteht er die biblischen Schriften im Licht des Koran. Die eine hallt in der anderen wieder. Die Schriften unterhalten sich miteinander. Oder besser gesagt, eine Schrift bringt die andere zum Reden. Ein anderer Punkt, der für Christian zweifellos auch sehr wichtig ist, ist seine Auffassung von Christus. Wir schließen Christus manchmal in seine historische Person des Jesus von Nazareth ein. Und das auch mit Recht, denn er hat Fleisch angenommen in Jesus von Nazareth. Da haben wir Recht. Aber für Christian ist Christus noch größer als das. Christus ist das Wort. Das Wort, durch das alle Dinge geschaffen worden sind. Das Wort, in dem alles besteht. Das sind alles Zitate aus der Schrift. Er ist das Wort und dieses Wort ist bei den Muslimen gegenwärtig. Es ist im Islam gegenwärtig. Christus ist im Islam gegenwärtig. Und er zitiert einen Satz von Teilhard de Chardin, den ich sehr mag. Er sagt, ich glaube, dass die Kirche noch ein Kind ist. Der Christus, an den sie glaubt, ist unverhältnismäßig viel größer, als sie sich ihn vorstellt. Christus ist unverhältnismäßig viel größer, als wir ihn uns vorstellen. So wagt Christian auch den Ausdruck Allah Akbar, aber er sagt auch, Christus Akbar. Gott ist größer, immer noch größer. Das ist das Gebet der Muslime. Und Christus ist auch immer noch größer. Und
In unserem christlichen Glauben sagen wir, dass Christus der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist, dass er uns rettet, dass er der einzige Retter ist. Kann man nun behaupten, dass der Islam eine Art Heilsweg sei? Ich glaube nicht, dass der Islam ein Heilsweg ist, aber ich glaube auch nicht, dass das Christentum ein Heilsweg sei. Denn ich glaube, dass es nur einen Retter gibt und das ist Christus. Und den kann man nun nicht im Christentum einschließen. Ich weiß, dass die Kirche lehrt, dass sie die Mittel des Heils besitzt und dass die Heilsmittel ihr gegeben worden sind, durch die Schriften und die Sakramente. Ja, das glaube ich zutiefst. Aber ich mag den Ausdruck Heilsweg nicht in Anspruch nehmen, für welche Religion auch immer. Nicht einmal für die meine, an der mir so viel liegt. Ich möchte den Begriff des Heils nur für Christus in Anspruch nehmen. Einzig Christus ist der Mittler, denn nur durch ihn hindurch kommt die Welt zum Vater. Und die ganze Welt, auch das, was in ihr verloren ist, wird gerettet. Denn er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Car il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le monde passe vers le Père. Die Welt geht zum Vater in Christus, durch Christus. Und das gilt für Menschen anderer Religion wie auch für die Christen. ...1995 befindet sich Algerien in einer erschreckenden Spirale der Gewalt. Die Mönche beschließen zu bleiben und werden so mit einer täglichen Unsicherheit konfrontiert. In einer Gründonnerstagspredigt hält Christian de Chargey eine Meditation über die Bruderschaft, wie sie von Christus als dem Erstgeborenen vieler Brüder gelebt wurde. Er hat die Seinen bis ans Ende geliebt. Alle die Seinen. Sie gehören alle zu ihm. Er hat die Menschen so sehr geliebt, dass er ihnen seinen einzigen gab. Und das Wort wurde Bruder. Bruder Abels und auch Kains. Bruder Isaaks und Ismaels. Bruder Josefs und der 11 anderen, die ihn verkauften. Bruder aus dem Tal und auch von den Bergen. Bruder von Petrus und von Judas, des einen und des anderen in mir. Die Stunde ist für Gott gekommen, zu lernen, was es kostet, Bruderschaft zu leben. La fraternité en Algérie. Bruderschaft in Algerien, das stellt auch vor die Frage, wie sollen wir Leute nennen, die Ausschreitungen verursachen? Seien sie Muslime oder von der Armee? Wie sollen wir sie charakterisieren? Christian nennt sie nicht Terroristen, er nennt sie Brüder aus den Bergen. In Tiberin spricht man nie von Terroristen, sondern von den Brüdern aus den Bergen. Und die Soldaten, die sich genau wie die anderen verhielten, die nannte man Brüder aus dem Tal. Sie sehen hier die Erfahrung von Bruderschaft und so wurde sie von ihm gelebt. In 1993 erlebte er ein dramatisches Ereignis, als eine bewaffnete islamische Gruppe mit dem Emir Sayyid Atiyah an der Spitze zu ihm kommt. Sie hatten 10 oder 14 Tage zuvor 12 Kroaten ermordet. Der Mann verlangt, Bruder Luc herauszugeben, der Arzt war. Er will Medikamente und Geld. Er endet mit den Worten, du hast sowieso keine Wahl. Und Christian antwortet, doch, ich habe die Wahl. Ich werde immer die Wahl haben. Und so beginnt er einen Dialog mit dem Mann. Nicht einfach. Einige Tage vor ihrer Entführung berichtet Christian. An jedem Abend war ich der Hüter meiner Brüder. Aber auch der Hüter jenes Bruders, der mir gegenüberstand. Er durfte über sich selbst Neues und anderes entdecken als das, wozu er geworden war. Und das wurde ihm offenbart in dem Maße, in dem er nachgegeben hat,
indem er sich Mühe gegeben hat, zu verstehen. Nach diesem Zwischenfall haben sich die Mönche gefragt, was sie machen sollten. Sie beschlossen zu bleiben. Warum? Um ihrer Berufung treu zu bleiben, ihrem Leben, um Algerien, den Nachbarn, den Muslimen, dem Islam, der Kirche Algeriens treu zu bleiben. Am 21. Mai 1996 wird Christian de Chargé zusammen mit 6 Mitbrüdern ermordet. Im Dezember 1993 hat er begonnen, sein Testament zu schreiben. Wenn es mir eines Tages passieren würde, und es könnte heute sein, dass ich Opfer des Terrorismus würde, der jetzt alle in Algerien lebenden Ausländer vertilgen zu wollen scheint, so möchte ich, dass meine Gemeinschaft, meine Kirche und meine Familie sich daran erinnern, dass mein Leben Gott und diesem Land geschenkt war. Mein Tod wird so erscheinen, als gäbe er denen recht, die mich schnell als naiv oder als Idealist bezeichnet haben. Mögen Sie nun sagen, was Sie denken. Aber Sie sollen wissen, dass nun die Neugier, die mich am meisten gequält hat, endlich befriedigt sein wird. Nun kann ich, so es Gott gefällt, meinen Blick in den des Vaters tauchen, um mit ihm seine Kinder aus dem Islam zu betrachten, so wie er sie sieht, ganz erleuchtet von der Herrlichkeit Christi, Frucht seines Leidens, dessen geheime Freude es immer sein wird, Gemeinschaft zu schaffen und die Ähnlichkeit durch das Spiel mit der Verschiedenheit wiederherzustellen. In diesen Dank, in dem von nun an mein ganzes Leben gesagt ist, schließe ich euch selbstverständlich mit ein, Freunde von gestern und von heute. Und auch du, Freund der letzten Minute, der du nicht gewusst haben wirst, was du tatest. Ja, auch dir gilt mein Dank, auch dieses Adieu bei Gott, auf das du zugehst. Möge es uns gegeben werden, uns wiederzusehen als frohe Verbrecher im Paradies, wenn es Gott, unser beider Vater, gefällt. Diesen Monat können wir für die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen in Algerien beten. Das Wort des Monats steht im Evangelium nach Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Jesus sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Märtyrium der 7 Brüder ist ein bewundernswertes Zeugnis. Durch dieses Interview mit Christian Salençon zum Denken von Christian de Chargé mögen sich manche entmutigt fühlen, die Muslime zu evangelisieren. Die nächsten beiden Net4God-Filme werden versuchen, auf diese Herausforderung einzugehen. Macht alle Nationen zu meinen Jüngern.